Auf zur letzten Welt des Spiels, 6-1, Tortklippe. Hier hätten wir schon die ganze Zeit hingehen können. Was hält uns ab? Hier geht's offensichtlich nicht weiter. Was leuchtet da eigentlich? Soll es die Sonne sein? Warte mal, Mario. Ich fühle eine unglaubliche Macht, die von den Royalstickern ausgeht. Ich glaube, irgendetwas geht da vor sich. Schau schnell ins Album! Was sagst du? Ich wähle die Royalsticker aus. Und nur so kommen wir weiter. Das Licht der Royalsticker auf der Klippe. Ich frag mich, was passiert ist. Ich mich tatsächlich auch. Kann ich das papierisieren? So sieht's aus. Ja, dann mach mal ab. Oh, es dreht sich um und zeigt Bowsers böse Fratze. Die Fratzen des Bösen. Na, dann drauf damit. Oh, passt das. Er hat sich gut versteckt. Und hebt mit seinem Schloss einmal mehr ab. Das ist dasselbe Schloss wie in Teil 1, oder? Das man in Mario Kart Super Circuit sieht. Bowsers Gesicht, das muss Bowsers Festung sein. Der letzte Royalsticker ist dort. Die letzte Schlacht steht uns nun endlich bevor. Auf zu Bowsers Festung! Hat Cassie die Bowser überhaupt schon mal gesehen? Auf dem Festival damals? Oder auch nicht. Das Ding hat sich jenseits der Wolken dort aus dem Staub gemacht. Und ich kann uns nicht in solche Höhen fliegen. Mario, du hast nicht zufällig irgendwelche Freunde, die so hoch fliegen können, oder? Ist uns irgendwer bekannt, der so hoch fliegen kann? Schätze, wir müssen umdrehen. Das Spiel endet hier. Wir kommen nicht weiter. Game over. Ich finde, einen Hinweis hätte es dann doch gerne gegeben. Ich weiß aber, dass wir zurückkehren müssen zu einer absolut zentralen Figur dieses Spiels. Wenn nicht sogar die zentralste überhaupt. Ja, ihr seht's, wir statten unseren guten alten Freund Wickler mal wieder einen Besuch ab. Das war ein Ding, oder? Die Wickler-Segmente. Es ist einfach so ein Riesenanteil des Spiels. Nanu, Wickler ist wohl gerade nicht zu Hause. Mario, Kersti, Flutter dankt euch für alles, was ihr getan habt. Yeah! Wickler wurde geupgradet. Was sagt ihr? Schaut euch das nur an. Wickler hat gegessen, bis sein Bauch ganz voll war. Und jetzt ist Wickler zu Flutter geworden. Wow, hätte ich kaum erkannt, Flutter. Das muss seine wahre Form sein. Sie ist einfach wunderschön. Was hast du da auf dem Rücken? Sind das etwa... Jawohl, genau was du denkst. Flutter war auch völlig überrascht. Flutter hätte nie gedacht, dass sie irgendwann mal im Himmel fliegen würde. Das Leben ist schon seltsam. Jetzt ist es eine Sie? Das ist die Lösung für unser Problem, Mario. Lass uns einfach über die Tortklippe hinwegfliegen. Sag mal, Flutter, können wir dich um einen Gefallen bitten? Aber natürlich, gar kein Problem. Nur dank euch konnte Wickler schließlich zu Flutter heranwachsen. Flutter wünscht sich nichts sehnlicher, als euch diesen Gefallen erwidern zu können. Also wird sie euch auch dahin bringen, wohin ihr wollt. Wow, du bist ja wirklich erwachsen geworden. Danke. Und dein Angebot nehmen wir natürlich auf jeden Fall an. Mit Vergnügen. Ja. Alle Mann an Bord für den Flug über die Tortklippe. Seid ihr bereit? Absolut. Juhu, dann fliegen wir los. Passt nur beim Aufsteigen ein bisschen auf. Du, fehlen da nicht ein paar Wickler-Segmente? Fehlen da nicht Segmente? Ja! Ich finde auch, das wird zu selten thematisiert. Flutter gab es ja auch in Mario World, aber auf jeden Fall in Yoshi's Island. Ja, das ist genau wie früher. Wisst ihr noch, damals, als Victor euch zu dieser vergifteten Insel gebracht hat?
Sag mal, Flutter, du weißt aber, dass dieses damals eigentlich erst vor ganz kurzer Zeit war, oder? Oh, wirklich? Die Erinnerungen aus Flutters Kindheit fühlen sich an, als liegen sie schon ewig lang zurück. Auf jeden Fall, Achtung, los geht's! Ja, jeder nimmt Zeitgefühl anders wahr, oder? Richtig. Und so, checkt das aus. Können wir irgendwas machen? Wir sind hoch über den Wolken. Bald sollten wir Bowsers Festung sehen können. Hi. Banzai Bill. Wow, das Ding hat uns gerade angeflogen. Achtung, haltet euch fest. Ja, wo kommt das denn her? Starke Zwischensequenzen einmal mehr. Na gut, auch das erinnert mich ein bisschen an Origami King gerade, ne? Ich hab dich erwartet! Gar nicht gut. So, so, Mario, das ist also bis hierher geschafft, was? Weißt du, Papa war ganz schön sauer, als ich ihm erzählt habe, dass du mich einfach so verkloppt hast. Er hat getobt wie sonst was. Diese ganzen blöden Sticker können mir geschont bleiben. Mir geht's nur um Rache. Und dieses Mal werde ich nicht so nett zu euch sein. Ihr wollt dieses Kometenteil haben? Dann holt es euch. Ah, du bist ja, du kleine Göre. Wir werden diesmal auch nicht nett zu dir sein. Komm und hol dir deine Medizin ab. Let's go. Fortschritt speichern, ja, muss sein. Und dann... Alter, Rocky Schraubenschlüssel. Was macht ihr denn hier? Na gut, ihr seid immer auf den Luftschiffen. Und bin ich so überrascht. Warum will ich das haben eigentlich? Bin ich total deppert? Hat ein Großteil meiner Energie gekostet. Ich kann die Tür einsetzen. Wollen wir nochmal Lucky Lucky machen? Da haben die Bösen nichts zu lachen. Den Kämpfen würde ich gerne weitestgehend ausweichen, bin ich ganz ehrlich. Was ist denn hier Hübsches? Ja, ein bisschen Platz im Inventar haben wir. Jetzt nicht mehr. Muss mal dringend sortieren, habe ich das Gefühl. Kühlschrank ist immer noch dabei, wo ich dachte, dass ich den brauche. Ja. In diversen Feuerwelten. Den Schweif nehmen wir mal mit. So frei bin ich dann doch. Oh, schöner Hintergrund mit Bowser Junior Stuff. Ach, ein normaler. Ich hab nichts, wo ich die in Serie wegkloppen kann. Ah, ihn. Ja, machen wir halt. Ja, hab's nicht ganz hinbekommen. Haben wir noch einen Wurfhammer oder sowas? Obwohl, ein normaler Hammer sollte auch eine feine Sache sein. Ja, nehmen einen normalen. Würde reichen. Da gehen sie down, da gehen sie down, da gehen sie down. Ich glaube nicht, dass wir den normalen Hammer noch lange brauchen. Aber vor dem großen Finale, der Finale, der Finale. Da gießt du mir auf den Sack, ey. Werde ich sowieso nochmal Dings reinschmeißen, dass es so quietscht. Da bin ich ganz froh, wenn wir hier Stuff loswerden können. 42. Darf es ein Panzer sein? Exquisit. So, wir haben den Ice Bro. Der kriegt ein bisschen normalen Shit. Bin nur gespannt, was sich da drin verbirgt, ne? Wenn ihr mit, was wir kriegen können. Das sieht ja gar nicht mal so spannend aus. Ein bisschen enttäuschend, tatsächlich. War ich hier jetzt drin oder nicht? Irgendwie, ja, okay. Wisst ihr warum? Weil das kein eigener Raum war, keine Höhle. Ja, wir sind ja auch auf dem Luftschiff, ne? Das ist viel zu realistisch gedacht. Bomben! Oh, ich muss nicht gegen diese Bobbys kämpfen? Ich muss nicht gegen Bobbys kämpfen. Noch ein
Schweif. Den hat man in der Form nicht besonders häufig erleben dürfen, wa? Kann ich so da hinten hin? Anscheinend, aber was ist dann... Ich ging halt fest davon aus, hier geht's weiter in gewisser Form. Scheinbar muss man hier raus. Kannst du dich ducken? Ist ja suboptimal. Welche von oben irgendwie? Ah, da kann ich auch raus. Schön zu sehen. Tents, makes sense. Ja, die obligatorischen Luftschiffe. Ne? Eigentlich will sie keiner, aber sie gehören dazu und deswegen gibt es sie halt. So gut wie überall und immer. Da gibt es die ganz großen Kugeln, wie die sie blicken durften. Können wir vielleicht was ändern? Oh, das zwiebelt. Habe ich mir fast gedacht. Das geht. Okay. Oh, wenn ich die Richtung ändere, schießt er volle Ömme. Ja. Volle Ömme gegen die Wand und das wird Bowser und seinem Sohnemann auch nicht besonders zusagen. Dann machen wir das doch direkt. Kabomski, mach mal Pause. So kommt man dahin. Ja, auch schön designtes Level, wenn ich das so betrachte. Warum die damit kaputt geht? Mag ich auch nicht zu sagen. Muss, ne? Steht so im Skript. Warum kriege ich so viel? Das ist wie mit dem Mähhammer vor dem Piranha. Will ich raus? Nee, ich will da gar nicht raus. Das ist wie mit dem Mähhammer vor dem Piranha. Trommel. Alter, als ob... I'm sorry, don't worry. It's good to be Kartoffelpurry. Moment mal, war das ein Dings? Ist noch ein... Hä? Nee, das ist kein Dings. Dieser Globus, dachte ich eigentlich. Ist das irgendwas? Oh, das ist nichts. Schätze, ich muss da hoch. Gut, wollen wir mal einen bekämpfen? Nö. Ich mach die Biege. Ich gerade sehe, dass es 800 Stück davon sind. Wird mir halt doch ganz anders. Das gefällt. Ist unser kleiner Badefreund denn überhaupt nicht hier vor Ort? Ich schätze, er ist nicht mehr fern. Vermutlich doch dahin. Wenn du nicht weiter weißt, papierisiere. Kann ich nicht? Ich dachte, ich kann jetzt das Steuerrad irgendwie ändern. Probier's nochmal ein bisschen, weil... Dann würden sich die Kisten vielleicht anders bewegen und wir könnten da hoch. Oder die blaue Kiste entfernen oder so. Was? Oben ist wohl das Ziel, aber warum? Alles. Kannst du mal bitte dich verzwiebeln? Allesamt.
diesmal gelingt keine Flucht. Naja, klar, muss ja irgendwann mal wieder. So, da können wir die ganzen Schraubenschlüssel abwehren. Ist mir aber auch so egal. Das reicht immer noch nicht. Wir haben ja oben den Heilblock. Also, alles vergebene Liebesmüh. Scheinbar habe ich den Bogen überspannt. Die Entwickler aber auch. Gut, inzwischen bin ich an dem Punkt angekommen, es wäre einfacher gewesen zu kämpfen. Sehe ich, Freunde, sehe ich. Aber das ist eben, wenn man so am... wenn man so am Rausfriemeln ist, was eigentlich zu tun ist. Dann nerven mich Kämpfe doch ein bisschen. Oh, da sind wir. Yep, wir sind hier. Du kannst jetzt nirgendwo hin abhauen. Mach dich also bereit für eine Runde Hintern versohlen. Halt die Klappe, halt die Klappe, halt die Klappe! Ihr habt ein Riesenloch ins Schiff gemacht und Papi wird bestimmt wieder total wütend sein. Ich verhau euch jetzt, dann ist mein Papi ganz stolz auf mich. Okay. Dieses Mal werde ich auf keinen Fall verlieren. Wie findet ihr das? Das glotzt ja, ein Schutzschild. Macht schon, da könnt ihr angreifen, so viel ihr wollt. Ja, so eine Kuppel hat er auch in New Super Mario Bros. Wii gehabt. Ja, gib mal hier. Ja. Gut, Was nutzen wir denn? Ich bin mir noch gar nicht sicher. Wir können auf ihn springen, glaube ich. Bin ich mir relativ sicher. Kann man so ein Endlos-Ding benutzen? Oder ist es Verschwendung? Ich nutze ihn. Okay, und dann... Nehmen wir mal so einen Schweif. Der ist hierfür. Naja. Ich hätte mir mehr erwartet. Erstmal zum Gucken, was er macht. Oh! Das ist der Schlüssel zum Erfolg, meine Freunde. Nicht der eigene Angriff. Wir sollen kontern im großen Stile. Da gebe ich meine Münzen gerne aus. Verdammt, das wollte ich nicht so. Yo. Ja, was haben wir noch mal im Angebot? Er ist ja... Wir nehmen ihn. Und natürlich noch einen Schweif. Dass ich quasi nochmal warm werde mit irgendeinem bisher ungenutzten Item. Das ist ja auch interessant. Darf's nochmal? Ich muss erstmal den Rhythmus haben, schade. Noch einen? Ah, es hat eben so gut funktioniert, ne? Kann ja nicht immer. Wird immer teurer. Nehmen wir auch den Klonsprung da. Aber der hat auch keinen von diesen Kugeln, die richtig viel Schaden gemacht haben. Das ist ein Color Endlos-Sticker, oh mein Gott! Bin ich des Wahnsinns? Den hätte ich, das ist kein Klonsprung-Sticker, das ist ein Color Endlos-Ding. Ah, da wäre vielleicht für einen Endlos-Kampf eine nice Sache gewesen. Was machen wir denn jetzt? Auf jeden Fall ihn kalt, oder? Ist für mich so der wertvollste Sticker überhaupt. Ja? Auf jeden Fall mal nicht failen hier mit den Sprüngen. Geht auf den Keks. Ich erinnere mich gerade ganz spontan an eine Menge Buhus. Aber mit der großen Version können wir noch mehr als 100 Mal springen, oder was? Ich entsinne mich, damals gedacht zu haben, dass man den einfach für den Endbosskampf benutzen kann. Was aber wohl nicht der Fall ist, ne? Der Endbosskampf ist immun gegen solche Tricksereien. Weil es mehrere Phasen sind oder so. Oh, auch hier gibt's Grenzen. Ah, super schade.
Auch Nummer 18. Und down! Ja, Bowser Jr., der Kekste. Menno, nein, warum? Das kann doch nicht sein. Soll das heißen, ich bin erledigt? Ja. Tschüss mit es, ne? Er ist und bleibt einfach eine fiese kleine Göre. Ja, es sieht gut aus, meine Freunde. Das ist doch nett gelaufen. Auch die Tür haben wir absolviert, also alles drin, alles dran, alles drum. Und ihr seht, was uns bevorsteht. Vor allen Dingen, ja, das ist 6-2 gewesen. Das fällt einem gar nicht auf, ne? 6-1 ist halt nur diese verdammte Klippe. Und Flutter wartet immer hier. 6-2 ist die Armada. Und 6-3 ist, glaube ich, das absolute Finale. Werden wir es komplett im nächsten Part haben? Ist der nächste Part der letzte Part? Oder kommt noch mehr? Wir können ja zusammen überlegen, was wir alles an Sticker reinklatschen. Das wäre, eigentlich hat der Part hier heute eine gute Länge. Aber es wäre doch auch eine feine Sache, wenn wir uns überlegen, was wir noch machen wollen. Was für Dings wir mitnehmen. Oh, ich bin mir jetzt noch nicht so ganz sicher. Also ein bisschen Platz. Ah, oh, bin ich sehr entschlossen. Also erstmal machen wir schön Platz. Das ist Seite 2. Oh, da haben wir noch krasse Sachen. Tja. Ich werde alle Register ziehen. Und ich glaube... 2. Oh, Mann. Ist das gut, was ich hier tue? I don't think so. Damit. Brauche ich den noch? Er hat so gute Dienste erwiesen. Die Blätter kann man ja auch mal benutzen. Ja, eine Menge Platz frei. Auch für kleinere Sticker nochmal. Ja. Was sagt denn nochmal die Größe aus? Die sind alle ganz klein, aber andererseits sind die Großen halt auch ziemlich stark. Ich hätte gerne... Was wollen wir eventuell sehen im Endboss-Fight? Im Presslufthammer. So. Wir wollen sehen... Baseballschläger. Der Tucker. Der Tucker ist ein guter Freund. Oh, dieses Sticker, ey. Hör mal auf der hinteren. Die Gitarre ist bestimmt episch, die hat man ja bekommen erst. Zack. Dann nehmen wir noch mit... Ja, irgendwas Brutales. Das Nokia. Ne, wie gesagt, ist nicht mal Nokia, ist ja weiter vorher. Dann natürlich auch... die Quietsche-Ente. Das Ding ist, wenn ich so Sachen wie das Bett oder das Himmelbett in der Liste sehe, die können ja auch theoretisch... Die können ja theoretisch auch heilen, nur ich weiß es nicht, was für einen Effekt diese Items immer haben. Ja, löchelt's mich schon die ganze Zeit an. Die Limonade kommt jetzt mit. Ebenso wie der Stöckelschuh. Damit auf den Endboss drauf zu hämmern, halte ich für eine feine Sache. Und dann wird es auch schon wieder schwierig. Eine Zeitung. Ich hoffe, das ist eine weise Entscheidung, was ich hier tue. Ich bin mir dessen echt unsicher.
Da werden wir den Boss ein bisschen gießen. Alles, was du kriegen kannst. Mini-Staubsauger, die ganzen kleinen Fuzzis. Man greift den Endboss quasi nicht normal an. Nur unnormal. Kanister noch dazu. Das wird ein Schlagabtausch. Zack. Davon werdet ihr noch euren Enkeln erzählen. Nicht Ehre. Ja, Lupe. Die Lupe ist mir nicht so gewogen. Bin noch nicht fertig. Zum einen will ich die sortieren. Und wir haben wieder jede Menge Platz. Für eventuell auch große. Was kann ich hier noch hinterher kaufen? Ich hab die Ware. Such dir was aus. Das sind Sachen, die wir schon benutzt haben, ne? Ghetto Blaster hat mir ganz gut gefallen. Billardkugel? Ja, okay. Bowlingkugel brauche ich. Die ist ja... Hab ich den benutzt? Ich hab den verschwendet, oder? Kann das sein? Den Ofen? Ja. Freunde, ist es zu glauben, das Finale von Sticker Star steht an im nächsten Part. Ich glaube, ich mache einen dicken Part und damit hat sich die Sache. Autobatterie. Ich will auf jeden Fall jetzt die, ich gerade geholt habe. Die befinden sich hier. Bowlingkugel auf jeden Fall. Die ist halt ziemlich groß. Der Ofen dürfte, glaube ich, groß sein. Wir werden diesen Boss so richtig zerstören. Auf gewisse Art und Weise. Und es wird lustig. Also, ich sage, ihr seht schon mal, es dürft ihr auf keinen Fall verpassen. Jetzt noch die ganzen kleinen Sachen reinschmeißen. Arbeiten nur mit Stickern. Mit Dingstickern. Oh, fast kein Platz mehr. Dann nehme ich das Kissen doch noch mit. Und mal sehen, ob der Rest sich irgendwie anderweitig befüllen lässt. Das wär's. Ja, ihr Lieben, genug Zeit vergeudet. Ich fand, wir haben 6-1 und 6-2 heute mustergültig gelöst. Und bis zum nächsten Mal mit 6-3, dem letzten Level des Spiels. Ich würde mich nochmal heilen und speichern und so. Aber okay, bis dann, ne?